Hallo, da sind wir wieder. Pip und Gitte. Pip ist in Arg. Kalle haben ein rennendes Huhn gesehen. Das sehen wir ein sitzendes Huhn. Ich wollte schon sagen, die Hühner mögen den Regen wohl nicht, aber wir sind Individualisten. Genau. Jedes reagiert anders. So, jetzt holen wir erstmal das Kopfgeld. Für Pack Pack. Oh, das hat sich gelohnt. Ja, dabei war es gar nicht so schwierig, aber naja. Wir haben hier aus dem Hinterhalt erschossen. Das ist natürlich auch nicht so schwierig, ja, wie man es kann. Dann holen wir uns doch gleich mal wieder Captain einer. Captain Blei oder Blei? Einen. Captain Blei. Eisbrecherwarte. Oh. Aha. Die Eisbrecherwarte hat er auch. Captain Blei wurde auch getötet? Aha. Aber Blei wurde auch getötet. Da ist aber jetzt ein Wiedergänger. Aber... Der kam nochmal. Ja. Dicker Hund. Deswegen kostet er jetzt auch kostet er dem Auftraggeber auch 380. Groschen. Na gut. Na gut, dann bei Gelegenheit mal ableben lassen, ne? Ja, wir dachten aber eigentlich, dass du erstmal weitermachst im Hauptquest, richtig? Ja. Aber hier haben wir aber noch was zu erledigen. Was musst du vorher noch machen? Vorher wollte ich noch ein paar Sachen machen. Na gut. Nämlich habe ich mir einen Bauplan für einen mittleren Sack gekauft. Ah. Ich habe auch schon mal besser gestattet. Für so einen Rucksack. Dazu habe ich mir schon die Zutaten in den Rucksack gepackt. Und den wollen wir natürlich machen. Gut. So schnell geht das, ne? Mit Lederriemen oder wie? Oder man braucht schon einiges an Trödel. Hast du alles gehabt? Was hast du denn gebraucht? Das habe ich alles in die Tasche gesteckt. Oh, frag mich. Das haben wir richtig viel gelernt, ne? Vielen Dank, Pepe. Das Moment, hast du gut ich kann dir mal gucken. Er ist der geborene Lehrmeister, unser Pepe. Hier, mittlerer Rucksack. Drei Lederstreifen, vier Einzelteile, drei Lederhaut. Hä, wo steht das? Wo? Ach, da unten. Rechts unten. Ich sehe schon. Ein Silberbahn, ein Stahlbahn und ein Quecksilberbahn. Wozu braucht der Quecksilber? Na, ist ja wohl ein bisschen seltsam, der Rucksack. Damit die Sachen leichter werden, die da drin sind. Könnte ich mir vorstellen. So, dann wollen wir die gleich mal vertauschen. Ich habe übrigens jetzt das Wegestreuen-Schwert angelegt. Das von dieser Frau, die wir da das hat zwar zweimal erschossen haben, oder? Oder wie? Ich habe keine Ahnung. Nee, einmal haben wir die erschlagen und einmal erschossen. Esateria da in dem Grabmal, dieser Fürstin. Kann sein. Auf jeden Fall ist das viel schneller wie der blöde Knüppel. Mit dem hatte ich ja letztes Mal Probleme, weil der nur alle halbe Stunde einmal zuschlägt. Genau. So, aber das war es nicht, was ich wollte, sondern da wollen wir jetzt doch den mittleren Rucksack anziehen. Damit hast du mehr, kannst du mehr tragen. Und wieder unseren normalen Bronzeanhänger. Genau. Aber immerhin sind wir schon auf 415 maximale Traglast, ohne das Amulett. Die brauchst du auch. So, und dann hatten wir noch einen Erinnerungspunkt zu vergeben. Die Lernpunkte habe ich wieder vergeben. Ich habe diesmal auf eine Hand gegeben, das mal wenigstens auf 25 damit. Sind wir zwar immer noch auf Lehrling, aber ab nächsten Buch sind wir dann schon auf Geselle. Und die leichte Rüstung habe ich auch ein bisschen und einen auf Schleichen. Damit ist der Geselle fertig, ausgelernt. So, und dann... Hast du eigentlich inzwischen Ambrosia gekauft? Ich habe zwei Ambrosia, mehr habe ich nicht gekriegt. Ich habe überall geguckt, keiner hatte Ambrosia, außer im Adelsviertel, da habe ich gerade mal... Vielleicht kriegen wir im Sonnentempel noch Ambrosia. Könnte natürlich sein. Das könnte sein, ja, da ist auch ein Apotheker. Da wollte ich ja sowieso mal hin, richtig, das können wir auch gleich als erstes machen, weil ich müsste eigentlich ein Ambrosia trinken, ich bin ja auf 20. Ja, eben. Also... Naja, so, hier du bist auf 20, bringt der nicht...
Sind das nicht immer 20 Punkte, die da heilt oder so? Ambrosia heilt 20 Punkte, ja. Hm. Ja, deswegen weine ich. Wir müssen in nächster Zeit sowieso was trinken. Mhm. Okay, also wir verbessern nochmal schleichen. Ja. Kann ja nicht schaden. Ja. Erinnerungspunkte sind weg, Lernpunkte sind weg, können wir wieder gehen. Mhm. Aber das ist eine Idee. Wir könnten uns die Abzeichen von den Apothekari holen. Die hatte ich ja in der Kiste. Und gleich gucken, ob die Apothekari im Sonnentempel Ambrosia haben. Ja. Musst du dein Haus? Bin ich jetzt hier gelandet? Ja. Ich musste mich erst mal sortieren. Ich hätte hier auch gleich reisen können, aber... Wolltest du nicht erst mal die Dinger holen, die... Ich habe Bücher, Schriftrollen, Tränke... Warum wolltest du die eigentlich holen, diese Apothekarii-Kennzeichen? Die Amulette? Ja. Ach, Amulette. Ich könnte mir vorstellen, dass die sich kennen. Ja, zwei Stück sind das. Und das zweite gleich. Hier, Abzeichen der Apothekarii. Ja. Du könntest dir vorstellen, dass was? Dass die sich kennen. Ja, das könnte sein. Dass der wissen will, was mit seinen Kollegen passiert ist. Ah ja, das könnte sein, stimmt. Sonnentempel. Hm? Ja. Ich habe übrigens auch Bücher eingesteckt. Oh, gut. Diesmal habe ich es vergessen. Alle undurchgeblätterten. Ah, ja. So viele sind das gar nicht. Okay. Ah, da bist du ja. Hier sind wir. Sind wir hier richtig? Nö. Wie, was denn? Wenn hier keine Truhe von uns steht, bin ich auf der falschen Seite. Ach so, ja, hier ist die Truhe. Da ist meine Truhe. Aber wir hätten die auch hier mitnehmen können gleich. Ja, wir hätten auch gleich hinspringen und die mitnehmen können. Ich wusste gar nicht, dass hier auch die Truhe ist, aber natürlich. Hätten wir gar nicht erst auf den Markt gehen müssen. Ahoi, gibt's hier auch Seeleute? Rüstkammer. Rüstkammer. Aha. Alchemist und Magie. Hm. Dann gehen wir doch mal rein. Hier mal zu Hause? Ja, hier. Ich bin Thorius Flammentrunk, meines Pfades Apothekarius. Meine Gefährtin und ich arbeiten hier mit den Arkanisten zusammen und wir erforschen diesen roten Wahnsinn. Wie kann ich euch helfen? Am besten mit Ambrosia. Grüße. Ihr kommt mir nicht bekannt vor. Geschäftlich hier, schätze ich. Ja, könnte man so sagen. Ah ja, hier. Finn und Carbos, ein Begriff. Na dann? Ach ja, so. Natürlich. Wer kennt die beiden nicht? Ein eigenartiges Duo, aber trotzdem unzertrennlich. Warum fragt ihr? Tja. Was? Wie? Woher wisst ihr das? Ich war dabei. Und sie haben mir geholfen. Bei Malphas. Das... Ich... Ein tragischer Vorfall jagt den Nächsten. Die Frage mag etwas eigentümlich erscheinen, aber hattet ihr die Möglichkeit, etwas von ihnen zu bergen? Ihre Amulette? Ja, mehr nicht. Das sind sie, tatsächlich. Danke, das sind wir ihnen schuldig. Hier, nehmt das als Zeichen meines Dankes. Ich werde so bald wie möglich eine Taube zum Bund schicken und sie informieren. Ah, Groschen und Eisbanke. Oh, du hast sogar was bekommen dafür. Oh, schön. Ah, du hast das natürlich gewusst, weil du es ja schon mal gespielt hast, dass du die Amulette brauchst, ja. Richtig? Ah, jetzt soll er uns mal was über den Euer Bund Wissensdurst erzählen. In Ehren, aber ich bin kein Magister und habe alle Hände voll zu tun. Oh. Zusammengefasst, wir sind Heiler. Und unser Pfad ist es, auf magischen und alchemistischen Wegen körperliche Leiden zu kurieren.
Unser Kloster ist weit im Norden, auch wenn ihr es aufgrund des derzeitigen Schneefalls kaum erreichen könnt. Wenn ihr euch für unsere Geschichte interessiert, dann lest am besten ein Buch. Es gibt da eine Menge. Tja, das haben wir uns echt vorgenommen. Ja. Und wir haben schon 15 von 30 Wissen, haben wir ja schon die Hälfte erreicht. Ja, das ist auch nicht. Vom Offensichtlichen mal abgesehen, nicht viel leider. Das einzig Erwähnenswerte wäre, dass es extrem schwer ist, festzustellen, wann jemand von ihm befallen ist. Die betroffene Person beginnt erst sehr spät, ich nenne es mal offensichtlich verrückt zu werden, und dann ist sie bereits unberechenbar. Schreitet wohl. Tja, wenn die Augen rot sind, kann man da nicht und was kaufen. Sie zur Axt greifen, ja, dann ist es wohl schon zu spät. Dann gerne ist doch. Es zu spät. Wäre doch praktisch, wenn man das vorher erkennen könnte. Also, aha. Auch nicht. Nee, das hat kein Ambrosia. Es gibt kein Ambrosia zu kaufen. Das finde ich aber nicht gut. Kein Wunder, dass du so sparsam damit umgegangen bist. Jetzt verstehe ich, das hast du bestimmt gewusst. Na, ich bin eigentlich nur deswegen so sparsam damit umgegangen, weil es so teuer ist. Mhm. Ich habe gar nicht gewusst, dass das so knapp ist. Ich dachte, ich gehe zum nächsten Apotheker und kaufe mir welches. Aber, naja, da werden wir ja noch viel sparsamer damit umgehen müssen. Ja. Immer am Rande des Todes. Ich habe 80, ich muss aufpassen. Oder wie sie heißt. Ich habe von ihr gehört, ja. Ein schön verfitzt. Ja, ich glaube, mit 80 wird es langsam eng. Aha. So wie dieser Funkenschlag und der Kohlemann. Ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, was ich von dem Ganzen halte. So, ja, wo müssen wir eigentlich hin? Ja gut, du wolltest ja weitermachen immer. Okay, der Captain Bly, können wir mal gucken, wo das ist. Aha, hier in den Bergen. Oh, das dürfte aber schwierig sein, da hinzukommen. Entweder irgendwie von oben runter oder von unten irgendwie hoch. Aber da sind... Ah, Quatsch. Mach weg. Mach weg. So. Tja. Ja. Könnte natürlich auch in irgendeinem Bergwerk drin sein, der Typ, ne? Hm? Dass man in irgendeine Höhle rein muss, das kann weiß natürlich man. Auch Obwohl, sein. Obwohl, nee, ist dann, wäre das dann nicht... Das dann wäre das doch gekennzeichnet. Ja, stimmt, da hätte er der so ein ist Ding draußen, herum, ja. Ist draußen. Hast recht. Also da wird es schwierig, da hinzukommen. Ist ja weit und breit kein... Na gut, aber du wolltest doch sowieso im Hauptquest erstmal weitermachen, Turm, oder? Aber wir machen jetzt sowieso im... Den machen wir natürlich aber noch weiter. Ja, das ist die Frage, ob wir alles onscreen machen, die ganzen gesuchten Arc-Aufträge, weil das sind ziemlich viele und wiederholt sich ja immer mehr oder weniger. Naja, aber da wäre irgendwo anders auch noch mal reingehen unterwegs. Und ja. Ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben. Mhm. Okay, wir müssen Lashiri in Alt-Raschengrad treffen, damit sie unser Fieber wegmacht. Mhm. Und da ist ja der Turm im hinteren Herzland nicht weit weg. Hier im Sonnentempel. Gut. Okay, dann gehen wir zum Südviertel. Genau, wie gehabt. Und Myradenturm. Und dann geht's auf ins hintere Herzland. War ich hier eigentlich schon mal auf der anderen Seite? Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Hm. Wir müssen uns die Stadtviertel ja auch mal alle mal... Können wir immer so mal machen zwischendurch. Wir haben ja, ich glaube, bis auf den Markt. Adelsviertel waren wir im ganz Im Markt alles. Ist die Frage, ob wir den schon völlig fertig haben. Keine Ahnung. Im Adelsviertel fehlt uns einiges. Ja. Ja, wir müssen uns noch mal rundum die Stadt Schreitet angucken. Wohl. Wohin soll's gehen? Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen?
Hinteres Herzland war das, genau. Glaube ich. Können wir ja immer so stückchenweise machen. Ja, ja. Mein Fremdenviertel haben wir auch schon ziemlich viel gesehen. Ich glaube, da waren wir sogar schon in den hinteren Ecken. Naja, vom Fremdenviertel haben wir das Zentrum und eine Seite. Die andere Seite ist auch noch dunkel. Naja. Wir können ja jedes Mal, wenn wir in Arc sind und dran denken, mal wieder so ein Stück angucken. So. Ganz schön groß, diese Miraden. Ihre Ausdehnung ist ganz gewaltig. Aha, du bist also die Miradenwärterin hier. Es sehen wirklich gut aus, diese vier. Ganz entspannt. Na gut. Ist unser Mirade. Das scheint ja hier lang zu gehen, aber ich sollte vielleicht doch mal... Ja, erstmal solltest du kontrollieren, was du... genau. Ah, richtig. Das habe ich auch gemacht. Und zwar... Ach ja, Seelenfalle hattest du. Habe ich Seelenfalle, das Buch gefunden, gekauft. Seelenfalle Rang 1. Ich habe also 10 Sekunden Zeit, um das Opfer zu markieren. Und einen Seelenstein zu füllen unter Umständen. Ja. Hey, ihr seid ja schon laut, ihr Bienen. Wer ist denn bloß nicht so... Oh Mann... Jetzt fliegt der schon wieder Bienen. Magst du keine Bienen? Naja, ich mag Honig. In diese Richtung müssen wir. Ja, ja, ein paar kann man ja mitnehmen. Naja. Ist ja gut, ich lasse ja schon auf. Wisst ihr, hat die dich gestochen? Nein, das kommt davon. Wenn du denen den Honig wegnimmst, dann werden die ganz schön sauer. Dein Honig hast du ihn ja nicht weggenommen, aber den zukünftigen Honig. Nein, Zielfalle, da ist es. Aha, müssen wir ausprobieren. Au, ja. Man muss ja wissen, wie es geht. Aber es hat ganz schön wehgetan. Ja. Aua. Du siehst nicht so richtig gesund aus. Naja. Ich wollte sowieso mal wieder was essen. Ja, stimmt. Eisbrane kannst du erstmal als Vorspeise. Ja, richtig. Hat mir der Herr Apothekari ja gegeben. Das ist ja schon eine Wurst für unterwegs, weil es ja Wurst ist. Ich gehe einfach mal wieder querfeld ein. Was haben wir denn da? Habe ich da ein Feuer gesehen? Keine Ahnung. Ah. Ich habe. Da! Was ist das? Rauch. Da meinst du das Rauch, doch. Ne? Sieht aus wie Rauch. Das sieht aus wie Rauch. Das ist ein Lager. Nee. Was ist es dann? Das sieht aus wie ein Wasserfall. Das kann auch sein, dass es so ein Dunst ist. Schon. Ja. Ja, Wassergischt. Ja. Das sieht aus wie... Aha. Meinst du? Gischt. Ist eine warme Quelle? Oh. Hm. Ja. Ja, du hast recht. Ja, Wasser. Hm. Nichts mit Banditen. Ja. Ja, ist auch komisch. Wir haben so ein feiner außerdem Lager von dem Apothekari. Hier sind doch Bienen. Eigentlich müssen wir in die andere Richtung. Aber nee, ist gar keine Biene. Nein. Oh. Ach so, ja, ich hätte ja da gucken können. Jetzt lass mal die Bienenkönigin leben, ja. Sind. Oh, wirklich. Alle haben was gegen Apothekari. Ja, was ich vorhin sagen wollte, die Apothekari, das war, und Jesper, das waren die einzigen Lager mit einem Lagerfeuer. Die nett waren, wo die nette nett Leute waren. Alles andere ja. Waren nur Marodeure, ja, Banditen, ja. Straßenräuber. Ja, ich weiß.
da denke ich auch mal zurück, wenn ich sage, naja, es könnten ja auch in Ordnung, die Leute könnten auch in Ordnung sein, weil wir halt die Apothekarii getroffen haben. Und Jesper haben wir ja mehr oder weniger, da waren wir ja, da saß wir ja dann schon drin. Ne? Ah, Altraschengrad, wir haben es entdeckt. Genau, da sollen wir ja hin. Ach so, wir haben hier geht's rein. Hier geht's rein? Na, hier, guck mal. Ah, ja. Der Questmarker, da sitzt er. Nicht so ganz. Da geht's rein. Ah, da geht's rein. Aber das sieht doch ganz interessant aus hier. Das wollen wir uns doch mal ein bisschen angucken. Ja, das ist so eine alte Ruine der, wie heißen die hier, Pyrrha oder so? Ja, Pyrrha. In Skyrim waren es die Dwemer. Mhm. Und, wo bist du jetzt? Ach so, bei mir war wieder mal, bei mir war wieder mal ein dunkler Bildschirm. Deswegen dachte ich, du bist irgendwo reingegangen. Ach, wird der immer noch dunkel ab und zu? Ja, ab und zu. Hm. Das bloß ist... Oh, das ist eine Truhe. Oh, hier ist ein Aufzug. Hey, wollen wir uns erst die Truhe angucken? Aus dem braunen Schlüssel. Ja, aber hier benötigt einen Schlüssel. Ich habe schon gelesen. Können wir sowieso nicht benutzen. Nein. Oh, hier ist ein Buch. Ja, Blitzheilung. Blitzheilung. Nicht schlecht. Aha. Was macht eine Blitzheilung? Schnelle Heilung oder sie heilt hier für dich? Sofort Heilung. Blitzschaden, ich habe keine Ahnung. Heilt sofort, aber macht 20% Arkanistenfeuer, ha? Feuer oder Fieber? Fieber. Ja. Aber hier war kein Schlüssel. Nee, Schlüssel war keiner drin. Und sieht auch kein schön aus. Ambrosia. Das finde ich toll. Ja. Wenn man da durchguckt so. Nicht übel. Ah, altes Gemäuer richtig hier. Richtig schön. Da hinten gibt es auch noch mehr. Du fühlst ja schon wieder irgendwo rein, wo es dunkel ist. Und wie traurig. Oh, wo geht's hier weiter? Es geht ja doch etwas runter. Dahinter ist dieser Stollen. Jetzt kann uns nichts mehr passieren. Was? Wie? Wie, was kann dir nichts mehr passieren? Ja, von wegen runterfallen, meine ich. Das meinst du. Wir speichern nochmal. Unser Ziel ist auf dieser Ebene, aber tiefer. Das sieht hier relativ friedlich aus, ich glaube. Ja. Ach so. Zwar sicherheitshalber zerbrochene Waffe. Naja, wenn sie Artefakte suchen oder so. Mitnehmen, naja, man weiß ja nie. Wer nicht das erste Mal... Oh, hättest du schlafen können. Oh, da ist Brot. Ja. Rolle der Wasseratmung ist auch nicht schlecht. Ah, könnte schon sein, dass wir das mal brauchen. Da hatte jemand Durst. Zwar Weindurst. Die normale, die geht ja schon. Wir hatten eine ranzige. Nee, ein ranziger. Wasseratmung? Trank war das wohl. Aber der hat nur 10 Sekunden gehalten. Was soll der Blödsinn? Wasseratmung? Ja. Oh, das ist ja nun... Das bringt dir ja nur gar nichts. Ja. Den habe ich auch gleich wieder verkauft. Das könnte nur so eine Sicherheit sein, wenn du gerade am Ertrinken bist und es vielleicht noch schaffen könntest. Aber wer denkt halt schon an so einen Trank? Oh. Durchsuchen Leiche. Die sieht auch verbrannt aus. Die sieht ziemlich wäldern aus. Ja, ich würde sagen, ziemlich durch. Ja. Guck, das ist ein Buch. Ja, hier ist ein zerstörtes, aber da auf dem Tisch. Totenfunke. Totenfunke. Kann man da verkaufen.
nutzen wir es sowieso Och, nicht. Eisenpfeile nee, brauchen wir nicht. Nicht alte Eisenpfeile, Stahlschwert. Ja. Ja, Gleis in der Funke ist nicht schwer. Und bringt. Ne, bringt nicht 30, nee. Aber. Das Zerstörte will ich aber nicht. Mhm. Nee, nee, was haben wir hier? Oh. Ach, eine Heilwurz. Oh, ja. Kann man nicht mitnehmen. Okay, dann sind wir hier rundum. Dann ging es da vorne irgendwo weiter. Ja, hier ging es runter. Oh, komm. Hä? Ah, das Licht. Ach! Licht. Oh! Oh, oh, oh! Ja, du hast ja. Was war das denn? Na, das war eine Falle, die dein Kommen angekündigt hat. Die Kristalle? Ja? Meinst du? Das waren die Kristalle, die gerade hochgegangen sind. Jetzt sind Beim sie nämlich Arsch weg. Des Propheten. Hm. Eine Sekunde später und ihr hättet eure Einzelteile vom Boden aufsammeln können. Wer seid ihr? Und was zum Henker habt ihr hier zu suchen? Was war das denn? Erstmal, was war das denn eben? Sagen wir es so. Ich weiß mich zu verstecken, wenn ich nicht gesehen werde. Darf ich mir doch ankündigen und so. Wenn ihr diese Explosion meint. Und ich denke, davon sprecht ihr. Das waren kyranische Staubkristalle, wie man sie so schön nennt. Aha. Kommt ihnen zu nah und wartet einen Augenblick zu lange. Und euer Arsch fliegt euch mit einer Wucht um die Ohren, die jede Kanone neidisch machen würde. Aha. Aber zurück zur Frage. Was wollt ihr hier? Na, jetzt wissen wir wenigstens Bescheid, was uns da gerade um die Ohren geflogen ist. Ja, genau. Ich dachte mir sowas ähnlich fast. Also ja, ja, ich dachte mir. Ich habe mich ja umgedreht und die Kristalle waren weg. Mhm. Okay, Konstantin hat mich geschickt. Bist du Lashiri? Lashiri? Oh Mann. Ja, typisch Konstantin. Der Gute hat's einfach nicht mit Namen. Nee. Wirklich nicht. Ich heiße Lishari. Aber gut, das beweist mir schon einmal, dass ihr nicht lügt. Trotzdem, ich hoffe nicht, dass ihr die Verstärkung seid, die ich angefordert habe. Ein paar Mann mehr hatte ich mir dann doch erhofft. Ah ja, Konstantin sagt ja auch Josef zu Jesper. Ja, eben. Mit Namen. Das macht er wohl immer. Das ist keine Absicht. Nö. Ja, genau. Ich will bitte das komische Fieber loswerden. Hat er das? Tatsache. Ihr habt Magie in euch. Oh, und was für welche. Nicht schlecht. Sowas habe ich noch nie gespürt. Tja. Na schön. Wenn Konstantin darauf besteht, werde ich das Ritual an euch vollführen. Aber beim besten Willen nicht jetzt. Ich stecke nämlich bis zum Hals in der Scheiße, wie ihr sicherlich schon bemerkt habt. Nö, sieht man wie gar nicht. Wie sieht's aus? Wollt ihr die kurze oder die ausführliche Fassung hören? Wir wollen's immer gründlich wissen. Gut. Ihr wisst ja von Konstantin sicher, dass wir, ich, mein Assistent, zwei Arkanisten und vier Ordenshüter hier sind, um nach etwas zu suchen. Was wir in den letzten Wochen auch brav getan haben. Tja, und als ich vor gut 2 Stunden kurz hoch bin, um etwas zu holen, höre ich plötzlich Stahlgeklirre von unten. Und sehe gerade noch, wie 2 Gestalten mit roten Rohm in der Ruine verschwinden. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, wer sie sind. Aber für mich sehen sie nach Söldnern aus. Und irgendwie haben sie einen versteckten Eingang gefunden. Fakt ist jedenfalls, dass meine hochgeschätzten andraläschen Kollegen, mein Assistent und unsere gesamten Forschungsergebnisse noch da unten sind. Und ich will sie wiederhaben. Und bevor ihr fragt, ihr könnt mir helfen. Denn wenn ihr wollt, dass ich eure Magie bändige, muss ich zumindest sicherstellen, dass wir retten, was noch zu retten ist. Allein wäre das zu unsicher gewesen. Aber zu zweit könnten wir es schaffen. Vorausgesetzt, ihr könnt euch verteidigen. Also, seid ihr bereit? Ja, wie viele Söldner? Keine Ahnung. Aber mehr als 12 werden es vermutlich nicht sein. Plus, sie erwarten keinen Widerstand. Das ist unser Vorteil. Na, mit 12 werden wir doch locker fertig. Die beiden, oder? Ja. An einigem. Unter anderem daran, warum manche Leute kein Gefühl haben, wann Zeit für Fragestunde ist und wann nicht. Schon gut, verstanden. Im Ernst. Sobald hier aufgeräumt ist, können wir gern wer bist du und was machst du hier spielen. Aber jetzt ist ein verflucht nochmal ungünstiger Zeitpunkt dafür.
Na gut. Ja, dann sag, du kannst sagen, ich bin bereit, aber müssen wir jetzt dann aufhören. Ja. Mal sehen, ich hoffe, es geht. Na, dann kommt mit. Und haltet euch bereit. Ich bin mir ziemlich sicher, gerade eben Stimmen gehört zu haben. Aha. Sonst müssen wir eigentlich hinterher. Wenn sie Stimmen gehört haben, dann sollten wir uns entsprechend ausrüsten, hä? Ja. Das oder der Schwert Bogen. Rechts. Schild links. Hä? Okay. Dann würde ich sagen, machen wir es. Ist günstig. Ja, der ist günstig. Sie wartet sowieso auf dich. Also. Ja, ich gehe mal auf die Karte. Okay, bis dann. Bis dann, ja. Ciao. Tschüss.